Hier der Continental-Stand auf der IAA. Ihr zeigt ja nicht nur Reifen, ihr zeigt viel mehr. Motto: The Future in Motion. Erzähl mal ein bisschen, was wollt ihr hier alles präsentieren und wie wollt ihr euch präsentieren? Genau, unter dem Motto The Future in Motion steht ja der ganze Konzern. Das spezielle Motto jetzt für die IAA ist Connect Yourself with the Future of Mobility. Und dieses Motto ist den Megatrends gewidmet, die wir seit einigen Jahren schon in den Vordergrund stellen, um zu zeigen, wie wir unser Geschäft auf diese Trends in der Automobilindustrie ausgelegt haben. Es geht hier einmal um Vernetzung, es geht einmal um Sicherheit und es geht um Effizienz. Im Hintergrund sieht man ein Innovation Car, was einfach nur stellvertretend dafür sein soll, dass wir eben für das Auto von morgen schon heute viele Lösungen bereithalten. Und insofern ist es ein Konzernauftritt, der aktuelle Themen, leider nur ausgewählte, weil das Portfolio, was wir in Summe heute haben, würde auch hier den Rahmen sprengen, aber aktuelle Themen aufgreift und da sind wir mit Reifen natürlich mit dabei, aber am Ende des Tages zeigt es den Unterschied zu anderen Reifenherstellern auf der einen Seite und andersrum gedreht zeigt es den Unterschied zu anderen Automobilzulieferern, weil es eben auch den Reifenbereich gibt. Wir wollen jetzt mal hineinspringen in die einzelnen Themenfelder und Alex, dich sehen wir gleich an den Schuhen wieder, aber was sich damit auf sich hat, sehen wir auch dann. Wir starten mit dem Stefan, der uns ein bisschen was zu autonomen, automatischen Fahren erzählt. Stefan, autonomes Fahren, das ist ja für viele, oder automatisches Fahren, so ein bisschen kryptisch. Da denken die, da fährt der Roboter ganz alleine und man guckt nur noch zu. Wie ist es denn wirklich, wo seid ihr und welche Babysteps muss man nehmen, um wirklich an diesen Punkt zu kommen mal? Ja, das ist wichtig, die Szenarien rauszufinden, die am Anfang am einfachsten und am besten realisierbar sind. Die Autobahn bietet sich an, weil man hat dort eine verhältnismäßig klare Umgebung, einfach strukturiert. Wir haben in Serie heute Assistenten als Grundlage für Automation, bieten schon verschiedenste Komponenten, Sensoren, Bremssysteme und andere Themen an und entwickeln uns Schritt für Schritt in Richtung Automation. Stefan, hier sehen wir ein Steuergerät oder kann man das so salopp sagen? Genau, das ist also ein sogenannter Chassis Domain Controller, eine Chassis Control Domain Unit und dieses Gerät kann als Zentralrechner, als zentrale Fusionseinheit und Entscheidungseinheit in einem solchen System dienen. Wenn ich nicht ganz schlecht aufgepasst habe, funktioniert dies aber natürlich nur in Verbindung mit der richtigen Sensorentechnik und die sehen wir da drüben, richtig? Genau, ein Radarsensor ist sehr gut, wenn es darum geht, Entfernungen zu messen, auch auf große Distanzen, Relativgeschwindigkeiten. Eine Stereokamera hat im Umkehrschluss auch mittlerweile Abstandswerte, ist aber eigentlich ein Winkelsensor. Kameras sind besonders gut in der Querpositionierung und die Kombination aus beidem bietet uns dann die Möglichkeit, auch ein Umfeldmodell so zusammen zu fusionieren, dass wir unsere Umgebung verstehen. Technisch ist es ja bereits möglich. Wann kann man denn erwarten, dass es denn wirklich in den Autos so stattfindet, wenn man auf die Autobahn fahren? Das sind ja Gesetzessysteme, spielen da eine Rolle und was noch? Also die ersten Stufen, Stauassistenz sieht man schon heute. Wir rechnen mit den ersten Systemen, die dann halt wirklich den Fahrer die Möglichkeit geben, die Hände vom Lenkrad zu lassen, im Bereich 2020 oder ab 2020. Vielleicht einzelne Komponenten sind schon vorher denkbar. Und schon geht's weiter in die Augmented Reality Welt, witzigerweise. Nochmal der Stefan, aber ein ganz anderer. Ja. Der virtuelle Cockpit-Demonstrator dient dazu, dass wir anhand von drei Personas unser holistisches HMI-Konzept, also Human-Machine-Interface-Konzept und das holistische Connectivity-Konzept darstellen können. Wir sind jetzt bei den Buyers vor der Haustür, vor der Garage natürlich. Wir haben hier einen Zündschlüssel, der ist aktiviert worden und das Auto fährt jetzt vollautomatisch aus der Garage heraus. Auch das ist mit der neuen Conti-Technologie möglich. Das Auto weiß jetzt auch schon, dass die Miss Meyer hier einsteigt und dementsprechend ist der Sitz eingestellt, das Lenkrad eingestellt. Wir haben hier die Klimaanlage schon auf der Wunschtemperatur von der Frau Meyer eingestellt und ihr Lieblingsradiosender ist natürlich auch zu hören.
Aber ganz großes Thema eben dabei auch Sicherheit. Und da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Ne? Das Thema Sicherheit ist natürlich ganz wichtig. Deswegen gucken wir uns jetzt mal den Use Case Distraction an. Frau Meier fährt Auto, folgt einem roten Wagen in der Stadt und nach einer Weile, was passiert? Das Kind fängt an zu schreien. Ja? Und ab jetzt interessiert die Frau Meier natürlich das vorausfahrende Auto gar nicht mehr. Viel wichtiger ist das Kind. Ja? Was passiert mit dem Kind? Und jetzt sehen wir da oben diesen Lichtanimationen. Die weisen jetzt Frau Meier darauf hin, pass mal auf, guck mal nach vorne, das Fahrzeug vor dir ist am Bremsen, es hält an, weil die Ampel in diesem Falle rot ist, ja. Brems mal lieber. Ja. Frau Meier hat das über den Sound und den Lichtimpulse rechtzeitig erkannt und angehalten und somit wurde ein Unfall vermieden. Innovation for Maximum Grip. Unter diesem Claim gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Adidas und Continental und dazu wird uns jetzt der Alexander ein bisschen was erzählen. Genau, Adidas war interessiert, uns mal kennenzulernen und zu verstehen, ob es eben diese Analogie und diese Synergie, das Potenzial für die Übertragung von Technologie vom Reifen zum Schuh, ob das Sinn macht. So funktioniert das auch, dass natürlich wir die Bewertung von Gummieigenschaften als Kernkompetenz haben und daraufhin Mischungen entwickeln, die bestimmte Eigenschaften haben sollen. Während Adidas natürlich genaue Anforderungen hat, für welches Paar Schuhe, in welchem Schuhsegment, was für eine Performance, was für eine Eigenschaft gefordert ist und das zusammengebracht, führt am Ende eben zu Schuhen, die mit sehr interessanten Ergebnissen eingesetzt werden. Zum Beispiel gab es im Herren-Marathon-Bereich in den letzten 4 Jahren 3 neue Weltrekorde, wo die Zeit für diese 42 Kilometer deutlich unterboten werden konnte. Und das macht uns natürlich froh und stolz, dass wir da einen Beitrag zu leisten konnten. Das hat in dem Verlauf der letzten Jahre dazu geführt, dass heute 80 verschiedene Paar Schuhe mit unseren Mischungen sozusagen ausgestattet sind. Und wir haben uns hier gedacht, bei der IAA 2015 in Frankfurt ist es mal ein guter Anlass, um nicht nur die Kooperation zu zeigen, sondern auch unsere Kolleginnen und Kollegen zum Teil mit diesen Schuhen auszustatten, um einfach auch das Signal zu senden, wir haben da was sehr Schönes, was auch funktional den Leuten gut tut. Siehste, und da können wir hier, ne, ich habe die auch an. Ups, muss ich mal kurz festhalten. Achtung nochmal, 1, 2, 3. So, guck mal hier. Ne? Da tut es auch gar nicht weh, auf der IAA hier rumzulaufen, denn das sind ja Kilometer, die du hier abreißen musst. So sieht er also aus, der Stand von Continental auf der IAA 2015. Das letzte Wort hat natürlich kein geringerer als Vorstandsvorsitzender von Continental, Elmar Degenhardt. Bitte schön. Die IAA ist eine Plattform, die es uns ermöglicht, sowohl in der Öffentlichkeit als auch unseren Kunden gegenüber unser Leistungsspektrum zu präsentieren, ist aber auch eine Netzwerkveranstaltung. Nirgends auf der Welt haben wir in ein paar Tagen so viele Kundenkontakte wie hier in Frankfurt. Es ist wichtig für unsere Mitarbeiter. Wir können unsere Reputation hier an unserem Image arbeiten und dazu gehören selbstverständlich die Reifen als integraler Bestandteil zum Thema Sicherheit, in Zukunft sogar zum Thema Vernetzung. Wir machen das Fahrzeug zum Bestandteil des Internets. Also wir haben schon gute Fortschritte gemacht in Richtung automatisiertes Fahren, Vernetzung, Digitalisierung als auch Elektromobilität. Aber wir haben zweifellos in allen drei Teilbereichen noch einen langen Weg vor uns.